Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sims 3 Faulapfelbaum Challenge. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Tag mit Familie Haugland, auf den ich mich extrem freue. Und warum, werde ich euch ein bisschen später erzählen, glaube ich. Jetzt starten wir erstmal mit Frieda und ich glaube, die ist auch die Einzige, die schon aufgewacht ist. Nein, oh nein, da ist schon jemand in der Küche und holt sich, holt sich ein Stück Geburtstagstorte. Frieda, du kannst dir mal Pfannkuchen holen. Wer ist es denn nochmal? Ist das Nils? Ja, es ist Nils. Übrigens, wollt ihr Nils auch euch runterladen? Weil ich werde heute noch Linnea hochladen, weil sich das gewünscht wurde. Ronja ist ja eh schon, habe ich eh schon auf Simfileshare hochgeladen. Aber sagt mal Bescheid, ob ihr Nils auch haben wollt. Also der ist jetzt, ich weiß ja nicht, kein außergewöhnlich hübscher Sim oder so. Deswegen keine Ahnung. Ach nein, ich habe schon wieder was im Inventar vergessen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Jedes Mal, wenn Aaron was von der Arbeit mit nach Hause bekommt und ich die Meldung kriege, denke ich mir, ja, diesmal wird es klappen. Diesmal werde ich es rechtzeitig in den Kühlschrank stellen. Aber jedes Mal vergesse ich es einfach. Das ist so bescheuert. Okay. Wer ist denn jetzt alles wach eigentlich? Ach, Birk ist auch schon wach. Okay, Birk sitzt gerade auf der Couch und liest. Ja, gut. Pff. Ja, wenn jetzt ihr alle wach sind, wie sieht es denn heute mit Arbeiten aus? Also Linnea muss heute arbeiten. Ich glaube, das müsste ihr erster Arbeitstag heute sein in der Medizinkarriere. In 2 Stunden kommt dann wohl die Fahrgemeinschaft, beziehungsweise in 1 Stunde. Oder dann müssen wir uns schnell fertig machen. Geh mal arme Ritter essen. Ich wecke dich mal auf. Sie ist ja eh schon ausgeschlafen. Übrigens habe ich auch den Story Progression von Ras wieder installiert, weil ich das mal wieder ausprobieren wollte. Und ich hoffe, dass irgendwie nicht jetzt krasser Lag deswegen entsteht. Das fände ich kacke. Aber ich probiere das jetzt einfach mal. Ich gebe dem jetzt nochmal eine Chance. Nachdem ich den vom Außenmod ja rausnehmen musste, weil hier ständig abgestürzt ist. Ich hoffe auch, dass dieses Problem jetzt gelöst ist und nicht wieder auftritt durch den Enraster Progression. Aber wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ronja, was möchtest du dir? Einsatzwagen instand halten. Oh ja, das wünsche ich mir auch. Das wünsche ich mir auch. Was haben wir denn jetzt noch hier im Kühlschrank? Moment, ich warte mal kurz ab, bis Linnea sich festgenommen hat. Hol dir Kuchen, komm. Hol dir Kuchen. Wer hat jetzt noch nicht gegessen? Frieda hat gegessen. Birk hat gegessen. Aaron hat noch nicht gegessen. Aaron, hol dir... nö. Aaron, hol dir Pfannkuchen. Oh, da ist der kleine Ringo. Hallo, Ringo. Er ist so süß. Er ist so süß. Haben wir jetzt alle mit Frühstück versorgt? Ich glaube schon. Ich glaube, sieht gut aus. Perfekt, perfekt, perfekt. Oh, Birk macht sich schon auf den Weg in die Arbeit. Wie weit bist du denn eigentlich? Er ist mittlerweile auf Level 7 der Wissenschaftskarriere Genentschlüsseler. Wir müssen seine Geschicklichkeitsfähigkeit und seine Gartenarbeitsfähigkeit erhöhen. Okay. Ja, müssen wir eh, weil ich glaube, möglicherweise habe ich in der letzten Folge vergessen, mich um den Garten zu kümmern. Eventuell. Hey, sieht gut aus. Hey, was? War an den Knoblauchdingern schon immer oben dieses Grünzeug dran? Das ist mir ja noch nie aufgefallen. Ist das da schon immer rausgewachsen? Nee, oder? Nee, oder? Oh Gott, ich weiß gar nicht. Ist mir das jetzt jahrelang entgangen? Wie lange ist es jetzt draußen? Seit 12 Jahren, dieses Spiel? Ist mir das jetzt 12 Jahre lang entgangen? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Moment, ich muss mal ganz kurz hier mich orientieren, wer jetzt eigentlich was zu tun hat. Also Birk ist schon in die Arbeit gegangen und der kann eigentlich... Er könnte eigentlich sich noch ein bisschen bei seiner Chefin einschleimen, oder? Wie heißt sie nochmal? Megan Andrews, genau. Dann, Frieda hat ja keinen Job mehr. Hier. Ronja steigt gleich in diesen Feuerwehreinsatzwagen. Okay, der liebe Nils ist auch in die Arbeit gegangen. Und er hat aber immer noch keinen Partner, mit dem er sich unterhalten kann, wenn ich das richtig sehe. Das ist ein bisschen traurig. Muss Aaron heute arbeiten? Ja, in 7 Stunden. Oh, und wir können sein Gemälde abliefern. Mach das mal. Geh mal das Gemälde abliefern. Und ansonsten müssen wir aber, glaube ich, nichts machen, oder? Haben wir hier irgendeine Gelegenheit? Nee. Nils ist in der Arbeit. Linnea ist auch in der Arbeit und kann erstmal hier das medizinische Personal treffen, weil ich glaube, da kennt sie noch niemanden, oder? Nee. Genau, ja super. Dann sind ja alle gut versorgt. Und wir begleiten heute wieder Ronja mit in die Feuerwache, weil das ist nämlich so spannend. Ich liebe diese Karriere. Und jetzt kann ich euch sagen, warum ich mich so unglaublich auf diese Folge gefreut habe. Nämlich ist letzte Woche, also ich weiß gerade nicht mehr genau wann, aber innerhalb der letzten letzten Woche ist mir ein neuer Mod auf Mod des Sims aufgefallen, der einige Probleme mit Sims 3 behebt. Also der hat ganz verschiedene Funktionen und eine davon ist, dass er die Feuerwehrkarriere fixt und ich habe es jetzt schon ausprobiert einmal und es hat funktioniert und deswegen bin ich sehr, sehr zuversichtlich, Leute, dass wir heute endlich unseren ersten Brand löschen können und
Darauf freue ich mich mega. Und ich kann gar nicht glauben, wie gut das Timing von diesem Modder ist, dass ausgerechnet jetzt dieser Mod rauskam, wo ich den so dringend brauche. Es ist mega nice. Und wie ich sehe, haben wir auch schon unseren ersten Kollegen. Und zwar Liam Mayfield. Den sollten wir dringend begrüßen. Ich glaube, ja genau, die Beziehung mit unseren Feuerwehrkollegen wirkt sich auch drauf. Och, er hat den Computer kaputt gemacht. Ach Liam, was machst du denn? Also auf jeden Fall, die Beziehung mit den anderen Feuerwehrleuten wirkt sich auf unsere Jobleistung aus. Was ich ganz gut finde. So, hallo Liam. Ha, ich hatte ja gehofft, dass... Oh mein Gott, der geht aber aufs Ganze. Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt und er fängt instant an zu flirten. Ich wollte gerade sagen... Oh, was? Wir haben gerade 4.500 Simoleons für dieses Bild bekommen? Excuse me, what? Aufgrund der gekonnten Pinselführung und des ansprechenden Motivs ist dieses Bild geradezu perfekt für die Forschungszwecke der Wissenschaftler. Das Institut ist sehr zufrieden mit deiner Arbeit und dankt dir mit diesem Geldbetrag. Nicht schlecht, Aaron, nicht schlecht. Dann kannst du jetzt eigentlich nochmal nach Hause gehen, weil du musst ja erst in 5 Stunden arbeiten. Kannst noch ein bisschen chillen, kannst dich noch ein bisschen beschäftigen. Oh mein Gott, er möchte auch Geschäftspartner werden. I mean, aber er ist jetzt erst auf Level 7. Ich würde ja so gern mich in das Restaurant einkaufen, ne? Aber ich glaube, ich warte, bis er noch ein bisschen höher ist als Level 7. Aber das finde ich ganz cool. Ich würde den Mutter auch gerne einloggen, aber müssen wir erstmal was anderes erfüllen, glaube ich. Vielleicht schaffen wir es ja noch, die Malereifähigkeit zu verbessern. Oh nee, das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Ja, egal, egal. Was ich auf jeden Fall gerade sagen wollte, ich hatte gehofft, dass wir vielleicht unter den Feuerwehrleuten einen finden, mit dem Ronja sich vielleicht... Oh mein Gott. Hallo, er hat angefangen. Ich hatte gehofft, dass wir einen finden... Ich fange die ganze Zeit denselben Satz an, ne? Ich hatte gehofft, dass wir einen finden, mit dem Ronja vielleicht ein bisschen anbändeln können. Aber der gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Hey, jetzt hat er unseren Flirtversuch abgelehnt. Und jetzt fängt er einfach wieder an zu flirten. Moment, ich muss mal kurz die Headline-Effekte ausschalten. Damit sie mir nicht zu fix wieder meine Thumbnails versauen. Hey, was ist denn mit dem? Der ist schon ein bisschen seltsam, oder? Moment, kann ich da jetzt ein Bild machen? Nee, das sieht voll kacke aus. Wegen dem Schrank. Ich komme da nicht richtig... Egal, dann halt nicht. Ha, aber also der Typ ist ein bisschen weird. Der ist... Hey, und jetzt fängt sie wieder an zu flirten, was? Was ist das für ein lustiges Hin und Her? Was ist denn mit euch? Ist schon witzig irgendwie. Ist schon ein bisschen witzig. So, Ronja hat erfahren, dass Liam eine Beziehung mit Kim hat. Ach, der hat eine Beziehung? Okay, ja, dann lass mal dich in Ruhe, lieber Liam. Aber vielleicht sollten wir uns ein bisschen normal mit ihm unterhalten, weil wir müssen ja schließlich mit ihm auf Einsätze fahren, hoffentlich. Was machen wir dann noch? Hier kennenlernen. Nach Karriere brauchen wir ihn jedenfalls nicht fragen. Plaudern. Oh, vielleicht sollten wir uns auch hier hinsetzen und diesen Computer reparieren, den er gerade zerstört hat. Das kann man auch machen. Über Computer reden. Ja, das ist vielleicht nicht schlecht. Und über Arbeit diskutieren. So, und Amy Williams hat eine Zusage für einen neuen Job erhalten. Amy muss am Freitag... Oh, sie ist jetzt kriminell. Sie ist jetzt kriminell. Aber Amy, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Oh mein Gott, Leute, ist es soweit? Ist es soweit? So, wir brechen natürlich sofort alles ab. Und eilen zum kleinen Hausbrand. Oh mein Gott, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann schmeiße ich irgendwas in die Ecke. Nein, warum? Ich habe das doch getestet und es hat funktioniert. In meinem Test hat es funktioniert. What the hell? Mann, das ist ja jetzt scheiße. Das ist ja jetzt scheiße. Habe ich den Mod vielleicht wieder rausgenommen aus Versehen? Nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich schwöre euch, in meinem Test hat das funktioniert. Ach, Mann, ist das ärgerlich. Naja, okay, dann unterhalten wir uns halt jetzt noch ein bisschen weiter mit unserem Kollegen. Das ist ja komisch. Das ist echt komisch. Ich habe mich so gefreut. Ich habe extra nämlich quasi in diesem Spielstand das getestet und dann halt nicht halt unter einem anderen Namen gespeichert, damit hier nichts erinnert ist fürs Let's Play. Aber ich habe extra in diesem Spielstand getestet und es hat funktioniert. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Naja, okay. Vielleicht funktioniert es beim nächsten Mal. Traurig, das ist traurig. Naja, wenn du dich mit ihm fertig unterhalten hast, dann können wir erstmal hier den Computer wieder reparieren, weil sie will ja eh... hier die Geschicklichkeitsfähigkeit lernen. Was haben wir hier? Über Fische, Dünger und Roboter für Birk Haugland. Die Stadtratsmitglieder lesen ständig in Wissenschaftszeitungen von deinen Experimenten in der freien Wildbahn, Fortschritten in der Landwirtschaft und neuen Erfindungen in der Robotik. Und jetzt möchten sie Informationen aus erster Hand. Begib dich schnellstmöglich zum Rathaus, um einen Vortrag über die Experimente des Instituts zu halten, dann bekommst du eine Gehaltserhöhung. Hell yes. Wann kann ich das machen? Wo ist nochmal das Rathaus? Ach, wir arbeiten ja. Nee, wir arbeiten nicht da, wir arbeiten ja im Institut. Rathaus, da drüben, da bist du.
Wann können wir das denn machen? Ah, Sonntag, Mittwoch oder Samstags? Okay, dann müssen wir es morgen machen. Alles klar, dann kannst du danach einfach nach Hause gehen, wenn du fertig bist. Wie ist deine Beziehung mit deiner Chefin? Ja, ist jetzt nicht bedeutend besser geworden. Wie sieht es bei Linnea aus? Linnea hat schon einen Arbeitskollegen kennengelernt, Leon McAdams. Okay, bei Nils sieht es auch gut aus. Leider hat er immer noch keinen Partner. Ja, sieht doch ganz gut aus eigentlich alles. Was macht Frieda so? Nichts, alles klar. Frieda macht nichts, wie immer. Oh, was ist das? Angst haben. Ach, der wird schon wieder erschreckt. Nee, ich wollte zurück in die Feuerwache jetzt. Ich möchte jetzt zurück in die Feuerwache. Mann, mich stört das. Wartet mal, Instandhalten 0%? Warum ist der denn so schlecht? Habe ich den irgendwie beim letzten Mal nicht instand gehalten? Kann das sein? Och, oh, nee, Moment, ich hatte gar nicht bemerkt, dass hier einer ist. Ich habe immer nur den im ersten Stock beachtet. Das ist ja kacke. Vielleicht liegt es daran, dass es nicht funktioniert hat. Ja, gut. Wir reparieren erstmal hier den Computer, hoffentlich ohne dabei drauf zu gehen. Und dann werde ich auf jeden Fall schleunigst hier diesen Alarm instand setzen. So, hier haben wir noch eine Gelegenheit für Nils Klumpschuhe. Als junger Polizist musst du noch eine ganze Menge lernen. Dein Chef rät dir, so vermeidet man Betonschuhe zu lesen. So vermeidest du vielleicht nicht nur auf dem Grund eines Gewässers zu landen, sondern sammelst zudem Pluspunkte bei deinem Chef, was sich wiederum günstig auf deine Karrierechancen auswirkt. Hier, mach mal. Das mach mal. Oh, und Birk ist fertig mit der Arbeit. Das ist schon mal sehr gut. Dann kann er jetzt nach Hause fahren und dann möchte ich gerne Gwen zu uns einladen. Oder sollen wir Gwen auf ein Date einladen? Sie hat unsere Familie, hat sie ja schon kennengelernt. Theoretisch könnten wir auch... Ich möchte ja immer noch gerne einen Heiratsantrag machen. Das könnten wir aber auch woanders machen. Muss ich noch überlegen. Er ist ja noch gar nicht zu Hause angekommen. Jetzt gucke ich erstmal, wie lange das hier noch dauert, den Computer herzurichten. Ah, aber ich meine, sie hat noch gar keine Geschicklichkeitsfähigkeiten. Dann dauert das natürlich ein bisschen länger, das ist verständlich. Okay, also, Glückwunsch. Ronja hat für die Fähigkeit Geschicklichkeit... Sie hat gleich Level 1 und 2 erreicht. Perfekt. Dann kannst du jetzt hier dich um diesen Feueralarm kümmern. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil ich den übersehen habe. Aber ich habe den einfach nicht gesehen. So, irgendjemand wurde befördert. Nils ist fertig mit der Arbeit. Okay. Und Aaron hat gerade damit angefangen. So, dann überlasse ich Ronja jetzt mal hier diesen Feueralarm und guck mal, was Birk gerade so macht. Lieber Birk, ich glaube, wir sollten ihn kurz duschen schicken, wenn wir vorhaben, heute Gwen noch einen Heiratsantrag zu machen. Aber die Frage ist, wo machen wir das? Wir könnten eigentlich auch wieder an den Strand gehen, oder? Weil da hatten sie ja auch ihr erstes Date, wenn ich mich nicht irre. Aber dann müssen wir vorher noch was futtern. Ach, jetzt haben wir hier gerade kein Essen mehr. Mistiger Mist. Oder sollen wir erst was essen gehen? Nee, wir laden Gwen erst zum Essen ein. Und dann fahren wir an den Strand. Okay. Wo ist denn das Restaurant? Wo ist das Bistro? Wo war das gleich nochmal? Wir waren da noch in der letzten Folge schon. Ah, wo war das nochmal? Portside Bar und Grill? Graham and Pay Police Department? Hier, Kim Gold Steakhouse. Da gehen wir hin. Da laden wir sie jetzt erstmal zum Essen ein und dann gehen wir an den Strand. Und dann wird das ein super schönes Date. Klar, hört sich gut an. Bis dann. Wunderbar. Das freut mich, liebe Gwen. Ich finde, sie passt auch haartechnisch sehr gut in diese Familie, wenn ich mir hier so ihre Bilder oder ihr Bild neben dem von Ronja anschaue. Mega gut. Mega gut. Boah, dieser Ford hat eine Geschwindigkeit drauf. Es ist unfassbar. Okay, wo bin ich? Wo bin ich? Nee, die Frage ist, wo ist Birk? Birk? Ach, der ist wieder hinter dem Haus, weil da die Parkplätze sind. Ah, ja, ich verstehe, ich verstehe. Oh, die sind so süß. Ist Ronja schon fertig mit dem Feueralarm? Noch nicht. Und danach hat sie dann eh Feierabend, okay. Dann kann sie das noch fertig machen. Ach, ihre Haare sind so schön. Na gut, ich finde... Nee, wir gehen jetzt... Die beiden können jetzt einfach gleich essen gehen. Hier ein Restaurant, hier essen mit Verabredung. Viel Spaß. Erstmal hier den Magen schön auffüllen. Denn, wie wir ja alle wissen, Liebe geht durch den Magen. Okay, so, hier, der Feueralarm ist fertig. Wie sieht's denn mit den anderen Sachen aus? Da muss ich jetzt noch kurz Kompliment anhören. Ey, jetzt will der schon wieder flirten, der Komische. Ich glaube, das ist ein Psychopath. Also hier, das erste Feuerwehrauto ist 83% instand und... Was? Das zweite 0? Warum ist das denn 0% instand gesetzt? Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Oh, was jetzt? Du bist nicht zufrieden mit der Qualität des Essens. Möchtest du es zurückgehen lassen oder isst du weiter, ohne etwas zu unternehmen? Boah, schwierige Frage. Wie verhaltet ihr euch, wenn euch sowas passiert? Ich glaube tatsächlich, ich habe noch nie irgendwas zurückgehen lassen. Zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern könnte.
Ich glaube. Was machen wir denn? Wir lassen es zurückgehen. Oh, 500 Simoleons, nice. Der Koch ist sehr erfreut über deine Ehrlichkeit. Er zeichnet dich mit dem Titel mutigster Kunde überhaupt aus und überreicht dir einen Check über 500 Simoleons. Alles Klärchen. Alles Klärchen. So, jetzt gucke ich nochmal. Also, das hier machen wir jetzt noch kurz fertig. Ronny hat eigentlich schon Feierabend, aber wir können ihn ja nicht bei 0% jetzt hier so zurücklassen. Den machen wir morgen. Und was ist hier oben mit dem Feueralarm? Wie viel Prozent hat der? Wird mir nicht angezeigt. Okay, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, Ronja, wenn du fertig bist mit dem Instandsetzen, wie weit bist du denn? 34%. Dann kannst du nach Hause gehen und dann hast du wirklich Feierabend. Und ich hoffe, dass morgen, beziehungsweise in der nächsten Folge, das dann funktioniert mit diesen blöden Einsätzen. Ich war so hoffnungsvoll, weil es einmal geklappt hat, aber okay. So, ich würde sagen, Birk und seine Gwen dürfen sich jetzt noch kurz Dessert gönnen. Oh, Crêpe-Kreation. Oh, war das nicht die Gelegenheit, die wir für Aaron hatten, bevor wir umgezogen sind? Ich glaube schon. Die glatte, hauchdünne Beschaffenheit eines Crêpes gelingt nur wahren Küchenchefs. Lerne dieses französische Rezept und bringe eine Portion Crêpes mit zur Arbeit, um dich aus der Masse abzuheben. Deine Anstrengungen werden mit einer Gehaltserhöhung belohnt. Auf jeden Fall. Wie weit bist du denn, Aaron? Hast du schon Level 7 jetzt? Ja, easy, er hat Level 8. Dann können wir eigentlich sofort zu Hause dieses Rezept lernen. Eigentlich ist es wurscht, weil er hat morgen frei. Aber wir können es sofort lernen und dann Crêpes zubereiten. Richtig nice. So, wo bleibt Gwen? Aber schaut mal, wie schick er aussieht. Aber war voll die gute Idee, hier vorher essen zu gehen, weil dann sind beide schon in ihrer. Nee, wir gehen jetzt nicht Mülltonnen tauchen, du machst mich wahnsinnig. Dann sind beide schon in ihrer Kleidung. Habe ich sie nicht umgestylt? Hä? Hab ich nur ihr Alltagsoutfit umgestylt? Kann das sein? Moment, wie kann ich sie denn. Kann ich irgendwo ihre ganzen Outfits sehen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aktiv machen, Einstellungen exportieren. Gucken wir mal bei Grundfunktionen, oder? Entferne Outfit. Outfit. Abendkleidung 1, angesenkt 1. Nee, sie hat nur eine Abendkleidung. Ah, das ist ja jetzt blöd. Das ist ja jetzt super blöd, weil ich finde, das sieht richtig kacke aus, was sie anhat. Wisst ihr was? Ich gebe ihr kurz eine neue Abendkleidung. So, das sieht doch schon viel besser aus. Ich dachte mir, ich kann sie nicht in so einem Outfit einfach ihren Heiratsantrag bekommen lassen. Das geht einfach nicht. Ich meine, sie ahnt ja nicht, was auf sie zukommt. Aber das geht nicht so. Das geht einfach nicht so. Oder sollen wir den Heiratsantrag gleich hier machen? Nee, die beiden gehen jetzt an den Strand. Sie gehen quasi auf einen Strandspaziergang. Hier, mit Verabredung Grundstück besuchen. Und da würde sie dann überraschen. Da würde sie dann überraschen. Und dann darf ich gleich zwei Hochzeiten planen. Wie cool. Weil in der Unterschiede im Stammbaum-Challenge, da findet ja auch bald eine süße Hochzeit statt. Bin ich noch. Also, ich glaube, bei Unterschiede im Stammbaum habe ich schon eine ganz gute Vorstellung, wie ich das machen will und wo ich das machen will vor allem. Eigentlich müssten die beiden hier am Strand heiraten, oder? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Weil hier sind sie auf ihr erstes Date gegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Und hier kommt ja jetzt auch der Heiratsantrag. Wer bist du und was machst du da? Svetlana Baker. Was starrst denn du da an? Siehst du irgendwas, was ich nicht sehe? Beobachtest du irgendjemanden? Man weiß es nicht. Oh nein, 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 geh jetzt mal bitte einfach nicht schwimmen, lieber Birk. Oh, Ronja wurde befördert. Wie cool. Die ist jetzt Rauchabzug. Du hast deine ersten Einsätze überlebt. Naja, oder auch nicht. Und die Stadt steht noch. Das bleibt natürlich nicht unbemerkt. Heißt aber noch lange nicht, dass du schon eine richtige Feuerwehrfrau bist. Diesen Titel erhältst du erst nach einer gewissen Zeit inmitten der Flammen. Okay. Ist sie jetzt fertig mit dem Einsatzwagen? Sieht so aus, ja. Okay, passt. Das ist schon mal gut. Okay, wir brauchen jetzt die liebe Gwen. Kann ich die jetzt nicht zu uns herrufen? Das ist ja blöd. Ja gut, dann warte ich jetzt einfach, bis sie noch ein bisschen näher an uns dran ist. Wo läufst du denn genau hin? Was genau hast du vor? Stopp, 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 bitte. Oh, wenn sie sich jetzt umzieht, dann raste ich aus. Hier, geh mal dahin und mach einen koketten Witz. Bitte, Gwen. Oh, Gott sei Dank, sie hat kein Bikini angezogen. Thank God. Oh, aber schaut euch mal diese Kulisse an. Das ist doch schön, oder? Ist das nicht wunderschön? Oh. Okay, so, jetzt müssen wir uns bereit machen. Hier, mach doch mal Händchen halten. Hier, verliebt. Nee, oder? Svetlana, du willst jetzt hier nicht Fotobombing betreiben, oder? Mit ihrem hässlichen Badeanzug ruiniert sie mir jetzt meine Bilder. Vielen Dank auch. Vielen Dank, Svetlana. Ganz toll. Was habe ich denn jetzt? Verliebt im Arm. Dann kriegst du noch einen Kuss. So, und ich glaube, ich muss nochmal hier die ganzen Meldungen ausschalten. Oh, was ist das denn?
Nils hat die Kochenfähigkeit gelernt? Okay, wie hat er das gemacht? Man weiß es nicht. Egal. Ist Aaron schon nach Hause? Geh mal nach Hause, Aaron. Geh mal nach Hause, Aaron. Okay. Oh, die Farben werden halt einfach immer schöner hier, ne? So, so, wir sind aber noch nicht romantisch hier genug, damit wir den Antrag machen könnten. Müssen wir noch ein bisschen mehr investieren. Oh nein, und jetzt wird's dunkel. Das muss passieren, bevor es dunkel ist. Hier, mach Wange streicheln. Nein, sonst sind die ganzen schönen Farben für meine Bilder doch weg. Das geht nicht. Oh, okay. Hier umarmen. Nein. Nein. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Es geht los. Heiratsantrag machen. Und danach könnt ihr hier. Wo habe ich es denn? Wo ist es denn? Wo ist denn der Schwebekuss? Hier, Schwebekuss geben. Und ich bringe mich schon mal in Position. Oh, ist das schön. Oh. Draußen bellt gerade ein Hund. Okay, die Farben sind immer noch ziemlich schön, muss ich sagen. Mega! Wie cool. Das war genau der richtige Ort für diesen Heiratsantrag, finde ich. Genau die richtige Kulisse. Ich glaube, das ist möglicherweise der schönste Heiratsantrag, den je ein Sim in meinem Spiel bekommen hat. Mega schön. Moment, das muss ich jetzt auch noch ganz kurz festhalten. Was mache ich denn schon wieder, Zifix? Was mache ich denn schon wieder? Ist das nicht romantisch? Wunderbar. Okay. Ja, Leute, die beiden sind jetzt verlobt. Birk und Ben sind nun verlobt. Sie können auf einer Hochzeitsparty heiraten oder eine Hochzeit im kleinen Kreis feiern, wenn ihnen das lieber ist. Ich denke, wir werden tatsächlich den kleinen Kreis nehmen. Und wisst ihr, was ich noch denke? Ich denke, wir sollten sie jetzt fragen, ob sie auch vielleicht bei uns einziehen möchte. Und dann können sie gemeinsam die Hochzeit planen. Moment, das heißt, wir müssen sie jetzt erstmal dazu bringen, dass sie uns wieder für sozial hält. Wie machen wir das denn am besten? Hier, mach doch mal. Habe ich da nicht irgendwo Geschichte? Doch, Geschichte erzählen habe ich gesehen. Und was war noch? Nach Tag fragen. Nee, nach ihrem Tag brauchen wir sie nicht fragen. Wir wissen, wie ihr Tag war. Er war toll. Hier, von Hochzeitsschwärmen ist doch gut. Wunderbar. Das wie das mit Lana mit ihrem hässlichen Badeanzug. Alles klar. Alles klar. Ungewöhnliche Erzeugnisse. Was? Ach, das ist, oh, ja, das machen wir. Da geht es wieder darum, die Käse- und Eierpflanzen zu bekommen. So, sie hält uns jetzt für gesellig. Ach, das ist gar nicht sozial, sondern gesellig. Ah, egal. Wie auch immer, auf jeden Fall möchte ich, dass du bei mir einziehst, liebe Gwen. Jetzt, wo wir bald verheiratet sein werden, bietet sich das doch an. Und Platz haben wir ja mehr als genug, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, wie schön. Tut mir leid, Holden, dass ich dich jetzt einfach so zurücklassen muss, aber well. So, wunderbar, wunderbar. Das wird ein neuer aktiver Haushalt. Ist das korrekt? Das ist absolut korrekt. Das ist mehr als korrekt. Ach nee, Aaron steht auch auf Gwen. Oh, und jetzt gehen sie nach Hause. Geh doch mit mir zusammen nach Hause. Was ist. Hä? Da geht doch einfach zusammen nach Hause. Das muss doch jetzt hier nicht getrennt vonstatten gehen. Also, wir gehen hier hin. Mit Gwen Glover. Und ich check mal kurz, wie zu Hause eigentlich die Lage ist. Möglicherweise habe ich alle ein bisschen vernachlässigt. Hier fliegt die Kuhpflanze. Das ist bestimmt gerade der trendigste Ort der Stadt. Wo sind sie denn gerade? Egal. Na, wie sieht's aus bei euch? Warum steht ihr hier alle so rum? Habt ihr nichts zu tun? Wollt ihr nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas machen? Irgendwas Spaßiges? Man weiß es nicht. Ja gut, dann schicke ich euch halt ins Bett, ne? Hier, Ronja. Ach nee, das ist das Bett von Linnea. Die bräuchten jetzt eigentlich auch mal neue Zimmer, fällt mir gerade auf, oder? Oh, Linnea, du hast ja voll Hunger. Und jetzt geht sie die Zeitung recyceln. Nee, hol dir doch vielleicht erstmal was zum Abendessen. Oh, wir haben ja nichts. Aaron, Aaron, Aaron. Serviere doch mal bitte, serviere bitte Gemüserollen. Ja, komm, geh Gemüserollen servieren. Dankeschön. Was ist das? Oh, hat Nils da Makaroni und Käse gemacht? Oh je. Nein, nein, ist das nicht Linnea. Ist das nicht? Das ist ekelhaft, ist das nicht? Stell es weg. Warte, ich schmeiße es gleich in den Geschirrspüler oder in Müll. Nein! Wenn ich es schaffe, dass es in den Müll fällt und nicht hier auf der Theke landet. So. Und wo ist die zweite Schüssel? Hat sie die nicht gerade noch? Genau da. Wieso kann ich das da nicht wegschmeißen? Hallo? Wieso kann ich das nicht in den Müll werfen? Warum konnte ich die große Schüssel in den Müll werfen, aber das hier nicht? Und in die Geschirrspülmaschine auch nicht?
Das ist ja seltsam. Ja, da komm, nimm dir halt Pfannkuchen, mein Gott, wenn du so hungrig bist. Und dann kannst du hier dich um deine Bedürfnisse noch kümmern. Oh, Gwen ist schon zu Hause. Gwen und Birk sind schon zu Hause. Oh, und jetzt setzt sie sich erstmal zu Ringo aufs Sofa und liest ein Buch. Leute, ich glaube... Oh, und Ringo geht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben die perfekte Frau gefunden, aber dann ist Ringo abgehauen. Und ich vertraue den Instinkten von Hunden. Oh well. Naja, okay. Ich denke, ich werde die jetzt aber alle ins Bett schicken, weil es ist ja schon fast Mitternacht. Und dann sehen wir uns in einer neuen Folge wieder. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr heute Spaß hattet. Und lasst natürlich auch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns ganz bald im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.